Willkommen auf unserem YouTube-Kanal von Messmer Multimedia. Hallo zusammen, heute melde ich mich mit einer traurigen Nachricht und vielleicht auch mit einer Bitte an euch alle, die immer auf dem Kanal von Messmer Multimedia sind. Ihr seht im Hintergrund ein Gebäude, das abgebrannt ist von zwei Leuten, die ich seit meiner Kindheit kenne. Die Elisabeth und der Hans Müller aus Obereisenbach, die hatte ganz, ganz schlimmes Schicksal erreicht. Ich möchte euch zeigen, was in Obereisenbach passiert ist und vor allem auch die Bilder dazu, wie es denn am Hans und der Elisabeth im Moment geht. Elisabeth, Hans, wir stehen hier vor einer großen Katastrophe, was euch hier erreicht hat. Natürlich, wie geht es euch im Moment, Elisabeth? Wie geht es einem schon nach so einem Schicksalsschlag? Ich bin total nebst der Kappe, also total erledigt, kann ich sagen. Hans, auch wenn du jetzt hier stehst, euer Heimat und vor allem auch im Hintergrund sehen wir deine Werkstatt, wo du jetzt viele, viele Jahrzehnte geschafft hast. Und wenn du das jetzt so im Hintergrund siehst. Es ist grausam. Du bist derjenige, der immer aufpasst hat beim Schaffen und jetzt ist was passiert, wo du nicht gemerkt hast und einfach nicht mehr verrettbar war. Das ist so klammheimlich, hat es brennt. Das hat mich total überlistet. Selbst als alter Feuerwehrmann. Und du hast ja noch alles selber versucht, aber hast dann feststellen müssen, dass es nicht mehr funktioniert? Ich habe Löschgeräte genug angehört und Hand gelöscht. Aber es hat mit einem Schlag brennt. Ja, und wie mir die Elisabeth noch gesagt hat, ist es Gott sei Dank so schnell gegangen, dass die Feuerwehren alle da waren aus nah und fern. Sonst wäre es noch viel, viel schlimmer geworden. Du erinnerst dich dran noch kurz an den Moment, da ich im Schock. Wie war es für dich da? Mein Mann ist in der brennenden Werkstatt drin gewesen und ich habe nicht gewusst, wo. Er hat mir keine Antwort mehr gegeben. Dann, ja, da stehst du da machtlos. Ja, ich bin um 6 Uhr rum zum Nüber, habe geguckt, wie lange er noch schaffen will. Dann hat er gesagt, ja, noch ein bisschen. Dann bin ich bloß nüber ins Büro gesessen und habe noch was gelesen. Und dann denke ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, das schmeckt mal so komisch. Dann bin ich rüber zu ihm und dann war die Katastrophe fast schon perfekt. Es ist ja noch, Gott sei Dank, so schlimm wie alles ist noch glimpflich abgelaufen, weil der Hans ist ja eingeschlossen gewesen. Du hast ihn gar nicht mehr rausgekriegt, oder? Ja, wie war ja, das? Ja. Der war hinten in der Werkstatt, war alles schwarz und ich wusste ja nicht, in welchem Eck er hockt. Dann habe ich ihn zumal gesehen an der Waschhalletür. Zum Glück habe ich den Schlüssel im Sack gehabt, der Nachbar hat aufgeschlossen und dann hat man ihn rausholen. Sonst wäre er nicht mehr rausgekommen, wäre wahrscheinlich der Teil. Auf der anderen Seite wäre ich rausgekommen. Wie soll es weitergehen? Wissen wir im Moment auch nicht. Werkstattmäßig gar nichts mehr. Ich sehe es jetzt selber, diese Katastrophe, ganz, 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 ganz schlimm. Aber gibt es eine Möglichkeit zum Helfen? Unsere Söhne sind da am Organisieren, haben Kumpels, die da helfen. Elisabeth, Hans, wäre es eine Möglichkeit, wenn man euch finanziell ein bisschen unter die Arme greifen würde? Das wäre eine große Hilfe, ja. Weil es ist möbelmäßig auch fast alles kaputt. Wohnzimmer ist total verbrennt. Und alles andere ist nass und voller Ruß und also nicht mehr zu gebrauchen. Persönliche Sache, konnte er da noch was retten? Also ist schon ziemlich alles kaputt. Alles eine Ruine. Ein paar Fotos haben wir können noch rausholen, aber was in dem Schrank war, ist alles dahin. Thomas, wir kennen uns auch schon ewig und drei Tage. Du warst nicht da, wo die Katastrophe bei dir daheim passiert ist. Und jetzt bist du direkt aus Amerika gekommen, oder? Ja, direkt aus San Francisco angeflogen. Du hast es natürlich wahrscheinlich per Telefon mitgekriegt. Bekannte haben mir Fotos geschickt vom Zitral aus. Mit einem kleinen Untertitel, du, das sieht aus, als ob dein Haus brennt. Dann haben wir vom Rauch her gedacht, das ist ein Witz, da macht jemand ein Lagerfeuer oder ein Bauer verbrennt wieder irgendwelche Schnittabfälle und es sieht halt so aus, weil die Richtung stimmt. Ja, 5 Minuten später habe ich wieder ein Foto gekriegt und da war das eine Riesenrauchfahne und dann habe ich angefangen rumtelefonieren und dann war die Bestätigung. Ja, tatsächlich, unser Anwesen brennt. Dann habe ich mir sofort einen Flug umbuchen lassen und bin gestern Mittag hier angekommen, um alles Weitere zu kümmern. Versicherung, die da ist, Polizeibericht und, und.
Ja, man ist jetzt beschäftigt. Thomas, das ist dein Elternhaus und natürlich das Haus auch von deinen Eltern, vom Hans und von der Elisabeth. Die wollten ihren Lebensabend noch hier verbringen. Der Traum ist leider ausgeträumt, oder? Ja, so wie es momentan aussieht, mit der Hoffnung, dass wir wieder was aufbauen können. Irgendwas muss passieren und ich will auch hier wieder was aufbauen. Wie kann man euch jetzt im Moment helfen? Ja, die Situation sieht halt so aus, dass das Gebäude zwar versichert war, aber es wurde versäumt. Bei den ganzen Generationswechseln, Besitzerwechseln, dass man eine Hausratsversicherung abschließt und somit ist nichts vom Inventar versichert gewesen. Und deine Eltern im Prinzip von daher jetzt wirklich auch in der Not sind? Ja, ein kleiner Aufruf an alle, die keine Hausratsversicherung haben. Geht's und schließt eine ab. Auch wenn man denkt, so wie bei meinem Fall, es ist ja nicht viel, aber wenn es weg ist, dann ist es weg. Und dann hat man jetzt die Not, dass man alles wieder neu beschaffen muss. Und alle Bekannte und nicht so Bekannte würden uns über jede Unterstützung, jeden Cent würden wir uns freuen und wären auch unheimlich dankbar in dieser Form der Unterstützung. Dankeschön. Ja, wenn ihr die Bilder gesehen habt, sie würden sich riesig freuen darüber, wenn sie durch euch Unterstützung bekommen. Jeder Cent würde denen aktuell helfen. Willkommen auf unserem YouTube-Kanal von Messmer Multimedia.